Hallo, 2021 geht zu Ende und ich möchte ein paar Gedanken teilen in der Rückschau auf 2021 und ja, auch ein paar Ausblicke nach vorne werfen, 2022. Ich bin sehr dankbar für das, was 2021 mir persönlich beschert hat. Es war ein aufregendes Jahr mit viel Neuem und ich bin ganz, ganz viele Schritte nach vorne gegangen, nicht immer freiwillig. Es war natürlich auch manches gezwungenermaßen, weil auch ich als Selbstständige mit meiner Praxis vertraue dich mit meinen Beratungen, mit meinen Face-Readings, Berufsberatungen, Ausbildungen, Psychophysiognomik und Face-Reading habe natürlich gelitten unter der Pandemie. Es sind Aufträge ausgeblieben. Ich wusste natürlich auch zwischendurch nicht so richtig, wie soll das werden. Ich habe mich aufgemacht und habe einen Online-Kurs, einen Selbstlernkurs produziert. Ich habe versucht, meine Produkte hier noch besser zu vermarkten. 2015 ist ja mein Lehrbuch erschienen, was seitdem wirklich sehr gut läuft und mir natürlich auch einen kontinuierlichen Flow an Umsatz beschert. Mein Kartenset, liebevolles Selbstmanagement mit der Psychophysiognomik. Aber der entscheidende Move, der ist Anfang dieses Jahres passiert, als ich eben auch entschieden habe, meine Ausbildungen auf online umzustellen. Und da habe ich mir helfen lassen. Ich hab einen Masterkurs bei Katrin Hill gebucht. Das war eine tolle Entscheidung, eben auch mich zu öffnen, nicht nur für das Angebot, was ich wirklich launchen will, was ich nach außen bringen will, sondern für das, was Social Media wirklich bedeutet, nämlich Kooperation, Öffnung, ein Miteinander herzustellen, was eben auch supporting ist, was mutmachend ist und was eben auch mir so eine ganz neue Welt eröffnet hat. Und dafür bin ich mega dankbar. Ich habe meine erste Ausbildung auf den Markt gebracht, die Ausbildung zum Face Reading Coach im Mai diesen Jahres und sie ist mit 27 TeilnehmerInnen gestartet und war ein Mega-Ritt für mich. So schön, so erfolgreich, mit so viel positiver Rückkopplung. Und vor allem für mich war es eine Wahnsinnserfahrung zu sehen, was es für einen Mehrwert noch bietet, eben über so einen längeren Zeitraum, ein halbes Jahr zusammenzubleiben, zusammenzulernen, kontinuierlich auch das Wissen zu verinnerlichen, zu verarbeiten und nicht alles so zu verdichten auf wenige Tage in Präsenz und dann wieder sich einzulassen auf diese intensive Zeit, sondern diese Kontinuität hat für mich eine sehr große Nachhaltigkeit und noch eine bessere Wissensvermittlung beschert. Und natürlich bin ich, ja, total beseelt davon und sehr, sehr dankbar, dass ich dazu gezwungen wurde, mich so umzuorientieren und bin dankbar für die vielen, vielen Kooperationen, die entstanden sind, für die tollen Frauen und Männer, die ich kennengelernt habe, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und die ich kennenlernen durfte, eben auch so einfach online sich verabreden, ein Interview machen, Kongresse veranstalten. Ich wurde eingeladen und habe wirklich so viele Menschen erreichen dürfen, vor allem jetzt auch im Dezember nochmal mit dem Kongress von Andrea Schlösser, Tools for You, auch ein Kontakt, der durch diesen Masterkurs entstanden ist, wie viele andere auch. Ich kann sie gar nicht alle nennen. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Herzensbegegnungen durfte ich erleben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und die zweite Ausbildung ist auch schon gestartet im Oktober und die erfüllt mich in ähnlicher Weise. Es ist jetzt natürlich schon mit ein bisschen mehr Sicherheit, weil der erste Durchlauf war natürlich auch noch mit vielen Fragezeichen. Aber es wird immer dichter, immer besser und ich merke, dass meine Mission, das Face Reading, die Psychophysiognomik in die Welt zu tragen, natürlich auch einem größeren Publikum näher zu bringen, dadurch wächst.
dass ich es online anbieten kann und auch die Erfahrung gemacht habe, wie gut es funktioniert. Das erfüllt mich mit großer Freude und Vorfreude auf alles, was noch passieren darf. Und ja, es ist mir ein Herzensanliegen, dieses Thema Selbstliebe, Menschenliebe, was alles mit der Psychophysiognomik und mit dem Face Reading verbunden ist, sich selbst besser zu erkennen, andere besser zu erkennen, wertzuschätzen, sich nicht mehr so zu vergleichen, sondern sich anzunehmen, wie man ist, den anderen anzunehmen, wie er ist und mehr ins Verständnis zu gehen, in die Gelassenheit, in den Frieden, dass das eine Mission ist, die ja, sich immer mehr trägt und die immer mehr Wellen schlägt. Und ich bin sehr dankbar für das, was jetzt auch noch aus diesem Ausbildungskonzept entstanden ist, und zwar eine Vertrau-Dich-Community, die im Januar startet. Also alle, die bei mir eine Ausbildung machen zum Face-Reading-Coach, die werden in einer Community weiter begleitet von Daniela Trajkovic, meiner Mitarbeiterin und ehemaligen Schülerin, und mir. Wir werden das zusammen durchführen. Ja, und ich bin sehr gespannt, was sich daraus alles entwickelt. Und das ist auch alles online möglich. Das ist das, was sich jetzt ergeben kann, weil es eben ja so einfach ist, mit diesem Medium nach draußen zu gehen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich vor 2 Jahren mit meinem Kartenset versucht habe, regelmäßige Videos zu produzieren, und wie schwer mir das gefallen ist und wie verkrampft das alles war. Und durch das ganze Üben und Tun und einfach Machen, was in diesem Jahr stattfinden konnte, habe ich eine viel größere Lockerheit und Sicherheit entwickelt. Und es macht mir eine Riesenfreude, so meine Inhalte und meine Herzensanliegen nach außen zu bringen durch diese Videoproduktion. Und für 2022 steht auch mein YouTube-Kanal nochmal im Fokus, den ich jetzt noch viel, viel mehr bespielen möchte, weil, ja, weil es mir große Freude macht und weil ich eben darüber auch ja, mein Herzensanliegen, eben die Physiognomik, das Face Reading vielen Menschen bekannt zu machen und auch den Wert, den es für jeden Einzelnen haben kann, auch zu vermitteln, für jeden, für jede Situation, für jedes Arbeitsfeld, für jedes Beziehungsfeld ist es so wertvoll, dieses Wissen zu bekommen und zu verinnerlichen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wie schön es ist, Menschen damit in die Praxis auch zu begleiten, ins Tun und wirklich anwenden und nicht nur ins Lernen und Wissen, sondern auch wirklich, dass sie damit rausgehen. Und ich bin stolz, dass viele, viele Schüler und Schülerinnen von mir auch selbst jetzt in die Selbstständigkeit gegangen sind, auch eben in den letzten 2 Jahren durch Social Media auch den Schritt gewagt haben. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass das alles sich jetzt so entwickeln durfte. Und deswegen schaue ich auch frohen Mutes nach vorne. Ich schaue frohen Mutes auf 2022, auf alles, was da kommen mag. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe, wollte eigentlich in die absolute Pause gehen jetzt zwischen den Jahren und habe in meinem Kalender diese Tage geblockt. Doch ich habe ein Häkchen vergessen und mein Kalender war doch offen. Und als ich aus den Weihnachtstagen zurückkam hier nach Köln, da waren so viele kostenlose Beratungsgespräche gebucht, Infogespräche gebucht, dass ich dachte, huch, doch nicht frei. Aber ich habe es angenommen und es war wunderbar. Ich habe so viele tolle Gespräche und so viel Interesse gespürt, so vieles, was ich angeregt habe in diesem Jahr durch mein Nach-Außen-Gehen. Ganz, ganz viele Menschen haben sich getraut, eben mit mir in Kontakt zu gehen. Und jetzt auch in dieser Zeit, wo man eben auch ein bisschen runterkommt, sich selbst Zeit nimmt. Und ich hatte Zeit, es waren ja keine anderen Termine. Und es haben sich viele Buchungen für die neue Ausbildung, die im März startet, daraus ergeben. Und ich bin mega dankbar, dass ich jetzt eben auch mit so einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen kann, dass so viel Interesse da ist und ich weitergehen darf. Was plane ich noch? Ich plane
einen Website-Relaunch im nächsten Jahr. Ich möchte mich weiter eben entwickeln beim Thema Videoproduktion, Kooperation. Und ja, darauf freue ich mich unheimlich. Und ich werde auch ein paar Learnings verarbeiten, natürlich, auch jetzt noch auf den letzten Metern. Ich will alles anschauen, was in diesem Jahr war. Und ich habe auch etliches lernen dürfen, weil es eben nicht so gut gelaufen ist. Ich habe schon auch in Dinge investiert, die mir nicht so viel gebracht haben. Ich habe auch da den Schuss hören dürfen und habe mich aber auch gefreut zu merken, ja, das bedeutet, ich justiere wieder und da geht's lang. Und das gehört genauso dazu, wie die Erfolge zu feiern, auch zu merken, ja, wo ist eine Sackgasse und wo hat man sich vielleicht verrannt. Ich muss auch immer auf mich aufpassen, dass ich vor lauter Begeisterung nicht doch zu viel arbeite, immer wieder loslassen und zu merken, was dann passiert, wenn ich mich auch aus diesem Social-Media-Thema zurückziehe, auch wenn es nur phasenweise ist, auch zu merken, wie gut das tut und was da auch wieder auf anderer Ebene passieren kann, wofür man offen ist. Das ist auch immer wieder ganz wichtig zu erfahren. Und gerade diese Zeit des Jahresendes, ja, diese Zeit ist es der Rückschau und des Rückzugs auch, des Verinnerlichens, die ist für mich immer sehr, sehr wertvoll, auch mich neu auszurichten auf das neue Jahr und eben auch wirklich zu reflektieren, was war gut, was war toll, was darf weitergehen und was darf ich auch loslassen und was hat sich eben auch als Stolperstein oder Sackgasse erwiesen. Und so geht es immer weiter und aus all meinen Erfahrungen lerne ich so viel, dass ich es auch wieder anderen mitgeben darf. Und ich danke auch jetzt nochmal aus ganzem Herzen jedem, der mir das Vertrauen geschenkt hat dieses Jahr, der in meine Beratungen gekommen ist, der mir erlaubt hat, im Gesicht zu lesen, in Schnupperveranstaltungen, in kostenlosen oder eben auch ja, in Berufsberatungen, Lebensberatungen. Jede Beratung hat auch immer eine Rückkopplung zu mir selbst, gibt mir selber wieder Impulse. Alles, was ich anderen sagen darf, sage ich auch immer manchmal zu mir selbst. Und es ist immer wieder so erfüllend, diesen Weg zu gehen und zu lernen, auch für mich persönlich. Und natürlich danke ich allen, die mir das Vertrauen geschenkt haben und meine Ausbildung gebucht haben und mit mir diesen Weg gegangen sind, auch des Experiments, die mit mir gelernt, gefeiert haben. Und und jedem Einzelnen, der mein Video angeguckt hat oder Videos angeschaut hat, der mir einen Post geschenkt hat, der mir Fragen gestellt hat, allen danke ich, die Kontakt zu mir aufgenommen haben und die sich interessiert haben für das, was ich mache und tue. Und jetzt bleibt mir noch zu sagen, dass ich in großer Dankbarkeit zurückschaue, mit viel Vorfreude nach vorne und dass ich jedem von euch einen ganz, ganz schönen Übergang ins neue Jahr wünsche, mit ganz viel Zuversicht und Vertrauen und Freude und Herzöffnung für das, was das Leben so bereithält. Und ja, in diesem Sinne, in Liebe und Dankbarkeit möchte ich dieses Video beenden und freue mich auf alles, was da kommt. Alles, alles Liebe und niemals vergessen, vertrau dich.